Gesa Gottfried. Im Jahr 888 erlangte Erzbischof Rimbert von Kaiser Arnulf von Kärnten das Markt-, Münz- und Zollrecht für Bremen. Seit über 1000 Jahren also tauschen auf dem Marktplatz Güter und Lebensmittel aus aller Welt den Besitzer. Händler und Seeleute brachten neue Rezepte mit und inspirierten die heimische Küche. Mit Knipp zum Beispiel. Was früher als arme Leuteessen galt, hat mit der ungewöhnlichen Kombination von würziger Hackgrütze aus Schweinefleisch mit Apfelmus und Gewürzgurke bis heute Kultstatus. Köchin Gesa Gottfried war die Schwägerin der in Bremen bekannten Giftmörderin Gesche Gottfried, die mindestens 15 Leute ermordet hatte. Dass Gesa um den Gifttod durch ihre Schwägerin herumkam, könnte an ihrer Fähigkeit gelegen haben, das beste Knipp der Stadt zu kochen. Gesas Knipp. Die Giftmörderin Gesche wurde 1831 auf dem Bremer Domshof vor 35.000 Zuschauern geköpft, während Gesa ein beliebtes Restaurant im Schnorrviertel eröffnet haben soll.